Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Projekt. Ein Zuschauer hat mich gebeten oder den Wunsch geäußert, ob ich mir nicht mal Tom Oil angucken kann, und zwar Mars Mad Max war das. Ich habe mal kurz reingeguckt und habe mir gedacht, ja, warum nicht? Schauen wir doch mal. Daher werden wir hier mal eine Kampagne starten. Mal schauen, wie das Spiel so ist. Also, man sieht ja schon, man bohrt nach Öl. So viel kann man schon mal sagen. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Anscheinend gibt es hier so wöchentliche Herausforderungen. Also, anscheinend kann man hier auch Einzelspiel und dann sich hier in irgendeine Liste sozusagen reinkommen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Weiß auch noch nicht, wie ich es genau aufbaue. Wie lang die Folgen werden, weiß ich auch nicht. Ob ich richtig einen Break mache oder ob ich einfach durchlaufen lasse und die Aufnahme irgendwann zwischendurch schneide. Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Aber ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal mit der Kampagne. Okay, warte mal. Neue Kampagne. Genau, ich habe mir auch, wie sagt man, das Dings geholt, das DLC. Das gab es gerade im Angebot auch, im Bundle, deswegen habe ich es mir direkt geholt. Und ich würde fast mal sagen, dass du hast das du hast die Turmölkampagne noch nicht abgeschlossen. The Heart is On startet mit verschiedenen weiterentwickelten Bohrtechniken. Es empfiehlt sich die Hauptkampagne. Okay. Na, dann machen wir das doch mal. Wir spielen die Hauptkampagne. Wer wollen wir denn sein? Blanche, eine alte Dame, aber die sieht ziemlich, ziemlich, wie sagt man, gefährlich aus. Zumindest hat sie einen bösen Blick drauf. Joshua, ein Cowboy. Ich habe mit Rauchen aufgehört, also das schon vor ein paar Jahren. Deswegen würde ich sagen, nimm mal nicht Joshua. Ricardo sieht, sieht komisch aus. Na, Daisy. Ach, guck mal, ey, ich wette, Daisy wird unterschätzt. Sie sieht so ein bisschen unschuldig aus, so ein bisschen tollpatschig, würde ich jetzt sagen. Wir nehmen Daisy. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe einen netten Lebensunterhalt mit Immobilien verdient, aber es ist Zeit für einen neuen Businessplan. Ich gehe in den Untergrund. Ich trödle nicht gerne, also machen wir uns an die Arbeit. Okay? Wow, wo sind wir denn hier? Aha. Hallo, Ölbaron in Spee. Willkommen in meiner zukünftigen schönen Stadt. Die Ölindustrie wird hier boomen. Aber lass uns an die Arbeit gehen. Klick hier auf den Waggon und ich werde dir die Grundlagen der Ölförderung beibringen. Was für ein Waggon? Gehen wir an die Arbeit. Klick auf den Wagen, dann zeige ich dir die Grundlagen der Ölförderung. Habe ich das schon gemacht? Ach, auf den Wagen. Oh, okay. Ja gut, das ist ein Planwagen, ja. Aber hier ist ein Rathaus. Hier gibt es im Moment nichts zu sehen. Warum kommst du nicht ein wenig später wieder? Natürlich. Okay. Boah. Gehen wir an die Arbeit. Ja, habe ich schon verstanden. Mann, wiederhol dich nicht. Okay. Spring auf und ich bringe dich zum Ölfeld. Bereit? Natürlich sind wir das. Oder etwa nicht? Okay. Was ist das? Ink ist eine Firma, sprich Left Ink, linke Firma. Aber wir haben hier rechts keine. Schauen wir mal. Was ist das? Ein Dollarpreis? Ist das pro Barrel? Pro Liter? Da wir in den USA sind, tippe ich mal pro Barrel. Wir haben 2000, okay. Willkommen bei deiner ersten Ölförderung. Folge einfach meinen Anweisungen und das Öl wird im Handumdrehen fließen. Bevor du mit dem Bohren nach Öl beginnen kannst, musst du wissen, wo du bohren kannst. Stell einen Winchelrudelgänger ein, der sich darum kümmert. Der kostet 100 Dollar. Okay. Okay, dann setzt man ihn einfach hier hin. Aha. Und
Was macht er jetzt hier? Durch die Gegend rennen. Gut gemacht. Gib ihm jetzt etwas Zeit, um herauszufinden, wo das Öl ist. Dumm, didi dumm, didi dumm, didi dumm, dumm, didi dumm, didi dumm. Er hat Öl gefunden. Es ist an der Zeit, mit dem Bohren zu beginnen. Wähle die Ölplattform aus. Mama. Öl kann immer direkt unter einem Wünschelrudergänger gefunden werden. Also platziere die Plattform genau hier. Wupp. Muss ich jetzt da oben, oder? Das geht nicht, okay. Ziehe von diesem Punkt aus nach unten und lasse an einem anderen Punkt los, um den Bohrturm mit dem Öl zu verbinden. Ich weiß doch gar nicht, wo das Öl ist. Okay, wir gehen einfach mal straight runter für 150. Ja, komm her, komm her. Oh, da ist Öl. Nee, da ist Öl. Du bist auf Öl gestoßen, aber wo sollst du damit hin? Zur Left Inc. natürlich. Wähle das Pferdewagensymbol aus. Okay. Stell hier einen Wagen hin. Er wird automatisch Öl aufnehmen und bei meinem Unternehmen entladen. Kasching, kasching. Okay. Mhm. Macht er wirklich automatisch? Diese Einführung endet, wenn du den Geldbetrag wieder auf 1350 erhöht hast. Ah ja. So etwa? Gute Arbeit. Lass uns in die Stadt zurückkehren. Okay, verstehe. Das ist also so die Grundlage. Gut gemacht. Jetzt geht es an die richtige Arbeit. Komm ins Rathaus, um deine Konkurrentin zu treffen und eine Landparzelle für dein nächstes Projekt zu erhalten. Okay, dann wollen wir mal hier rein. Aha, okay. Willkommen. Wir sollten uns zuerst alle vorstellen. Okay. Muss ich jetzt hier starten? Hello. Oh, wir haben 20.000. Gut. Howdy, Partner. Dieser Typ hat lange genug Rinder gehütet, um zu wissen, dass die Nächte in der Prärie kalt und einsam sind. Ich hoffe, dass mit Öl Geld zu verdienen genauso einfach ist wie das Werfen von Lassers. Hello. Ist das Leben eines Anwalts interessant? Also um die Wahrheit zu sagen, es ist schon ganz schön langweilig und ich könnte es nicht ertragen. Ich habe schweres Ölfieber und das kann nur geheilt werden, indem ich Öl finde. Buenos dias, amigos. Als Schiffskapitän segelte ich jahrelang um die Welt und ich kann noch nicht einmal schwimmen. Mich soll nicht mehr die Sorge plagen zu ertrinken, außer es ist in Geld. Okay, ich werde dir dein eigenes Stück Land zuweisen. Das erste geht aufs Haus. Oh, wir kriegen das erste aufs Haus. Okay. Aha. Wir kriegen dieses Stück Land, okay. Lass uns jetzt bohren, bevor ich meine Meinung ändere. Viel Glück. Zurückkehren. Okay. Guten Tag. Um die Eröffnung meiner brandneuen Bank zu feiern, habe ich für jeden von euch ein Bankkonto eröffnet. Ihr könnt mich jederzeit besuchen, um einen Finanzbericht eures letzten Projekts anzusehen. Okay. Du kannst mich auch besuchen, wenn du dir etwas Geld leihen möchtest. Oder komm vorbei, um einen Finanzbericht über dein letztes Unterfangen anzusehen. Alles klar. Aha. Aha. What the hell? Was ist das? Okay, ich kann mir auf jeden Fall einen Überblick über meine Konkurrenten machen. Alle haben wir 20k. Hört sich das schon mal gut an. Hier wird wieder irgendwas gebaut. Das ist die Bank.
Guten Tag. Um die Eröffnung meiner brandneuen Bank zu feiern, habe ich für jeden von euch... Ja, das wissen wir schon. Bla, bla, bla. Da können wir also jetzt ein Darling. So, wir haben das erste ist umsonst. Holen wir uns das ganze Öl. Wir nehmen 2000 Dollar mit, um die Inbetriebnahmekosten decken zu können. Bist du bereit? Natürlich. So, in Ordnung, du kennst das schon. Stelle Wünschelrudelgänger ein und baue eine Plattform, um direkt nach direkt nach unten zu bohren. So, aber ich habe mich entschieden, wir stellen gleich mal zwei ein. Ich bin mir auch nicht, gibt es mehrere Ölfelder? Also ich habe ja mal reingeguckt bei jemandem, der hat mehrere Ölfelder gehabt. Aber ich habe nicht wirklich groß geguckt. Deswegen schauen wir doch mal. Okay, er hat was gefunden, sehr schön. Er hat auch was gefunden, sehr gut. So, wir bohren einfach straight runter und hoffen, dass wir hier was finden. Okay. Kann das auch ein bisschen links und rechts sein? Da. Ich sehe Öl. Warte mal. Falls du zu wenig Geld hast, geht das uns nicht allen ab und zu so, kannst du ein Darling sehr gut gebrauchen. Okay. Ich habe noch 150. Ich brauche also ein Pferd. Aber da, ich sehe schon Öl. Verdiene Geld, indem du mir dein Öl verkaufst. Drücke diesen Button, um deinen Wagen zu meiner Firma zu schicken. Der Ölpreis fluktuiert immer stark. Behalte ihn gut im Auge, okay? Ja, ich muss ihn aber schicken, damit ich ein bisschen Geld bekomme. Und der Preis geht immer weiter runter. Ich habe das Gefühl, das hier darf auch nicht volllaufen. Was bedeutet, ich sollte vielleicht als nächstes erstmal einen zweiten Wagen. Level sind zeitbasiert. Dieses Level endet am 31. März. Okay. Januar, Februar, März. Okay, dann haben wir ein bisschen Zeit. Ja, komm, wir holen uns noch einen Wagen. Es ist unklug, zu dem Preis zu verkaufen. Denn Left Inc. gerade anbietet, es ist besser, dein Öl zunächst zu lagern. Wähle das Silo aus. Okay. Dahin bringen? Ja gut, okay, da ist Left Zeit. Okay. Scrolle auf dem Zuweisen-Button nach unten, um die Anzahl der Wagen zu verringern. Diese nicht zugewiesenen Wagen werden kein Öl mehr verkaufen und fahren jetzt zum Silo. Sehr schön, machen wir. Problem ist... Naja, jein. Wir hatten 2K. Wir müssen also mit mindestens 2K hier wieder rausgehen. Kann man die Zeit kann man aber auch nicht verschnellern, ne? Also, da kann ich mir ganz schnell mal, würde ich sagen, einen Tee holen, wa? Machen wir mal kurz. Und da bin ich auch wieder. Okay, der Preis steigt, wie ich gerade sehe. Die Frage ist, ab wann verkaufen wir? Ich würde sagen, ab 75 verkaufen wir. Oder? Ich habe keine Ahnung, wie viel... Sieht man das, wie viel hier so ein Pferd transportiert? Nein, ne? Aber wir brauchen mindestens... Nein, wir brauchen mindestens 2 Pferde. Ja, ich weiß. Da unten siehst du doch, mein Freund. Ja, ich hätte einfach straight runter, dann wäre das
vom Preis wahrscheinlich aufgegangen. So. Wir verkaufen jetzt, weil wir brauchen ganz dringend Geld. Und zwar so viel, dass wir dich wieder öffnen können. Und dich dann... runterbringen können. Oh, nice. Letzter Monat, ja, genau das ist jetzt das Problem. Wir haben jetzt den letzten Monat. Und jetzt Vorwärtsmarsch. Die sollen eigentlich hier hin. Ne? Braucht man theoretisch noch mehr? Ja, sehr schön. Macht das Silo leer. Ey, 2K. Schaffen wir 2K oder gehen wir mit Minus raus? Wir werden locker mit einem Plus jetzt rausmarschiert. Oh, da bröckelt's, da bröckelt's. Warum bröckelt's? Ach, da unten ist noch... Da wäre noch mehr Öl gewesen. Achso, weil es jetzt der letzte Monat ist. Oh, guck dir mal. Oh, da ist ja noch richtig Öl, ne? Kann man hier noch weiter nach unten scrollen? Verlust? Warum haben wir einen Verlust gemacht? Wir haben doch aber... Einnahmen, Ausgaben. Hä? Wir hatten doch nur 2K. Woher? Grafik. Einnahmen, okay. Was ist das denn? Ich sag's ja, es gibt nur Right. Okay. Grafik. Schauen wir uns mal an. Okay, Versorgung. Ja. Ölaustritt. Aha. Der ist dann gestiegen. Einnahmen. Ausgaben. Das ist halt genau dieser Punkt. Wir haben doch irgendwoher. Wir hatten doch nur 2. Und wir haben über 2000 verdient. Oder will der mir jetzt sagen, dass das Geld, was er mir da noch zugeschickt hat, etwa. Weil wir haben ja 250, glaube ich, für Silo bekommen. Weil wir hatten ja gar kein Geld. Ja. Kann das sein, dass das da mit reinzählt alles? Oh Mann. Und die haben... Ich hätte... Ja, weißt du, wenn dieses eine nur gerade gewesen wäre, hätte ich auch Profit gemacht. Mann! Na gut, okay. Haben wir minimalistisch. Howdy, mein Name ist Fred Metal. Versuchst du deine Ölförderung effizienter zu machen? Schau in meiner Fabrik vorbei, um deine Ausrüstung zu verbessern. Oh, das hört sich gut an. Willkommen in meiner Fabrik. Möchtest du deine Ölausrüstung aufrüsten? Fred Metal kann dir dabei helfen. Breite, aha. Größe der Silo, also wir können die Silos erhöhen. Und wir können die Breite, aber ich will nichts erhöhen. Nein, lass mich in Ruhe. Ey, du willst mich... Weil das Tutorial ist, muss ich das machen? Ich habe einen Weg gefunden, um die Kapazität der Rohre zu erhöhen. Sehr empfohlen. Das war's. Probier es aus, wenn du willst. Alle von dir gekauften Upgrades können über deine Käufe abgerufen werden. Sag mal so, ich habe ja 7... Ich habe ja eigentlich genug Geld, ne? Was haben wir hier? Verzweigung könnte man bauen, okay. Was ist das? Ich habe die Anschlüsse zwischen den Bohren optimiert, damit du jetzt 3 Rohre an jedem Anschluss verbinden kannst. Oh, das finde ich eigentlich auch nicht so verkehrt. Aber ich werde erstmal noch normal weitermachen. Oh, das hier Hämmer geht einem ja richtig auf den Senkel, wa? Oh ja, ich habe dich erwartet. Was kann ich für dich tun? Landauktion. Lass uns alle Pächter bei der Auktion versammeln. Willkommen bei der Auktion. Bist du bereit, um mit dem Bieten anzufangen? Okay. Im Gegenzug kannst du dir aussuchen, auf welcher Parzelle du nächstes Jahr bohren willst. Wenn du an der Reihe bist, klicke auf ein Paket, um dafür zu bieten. Du kannst
andere überbieten, indem du auf ihre Pakete klickst. Siehst du die Zahl in der bewirtschafteten Parzellen? Sie geben an, wie viel Öl sich auf dieser Parzelle befindet. Okay. Je höher die Zahl, desto mehr Öl befindet sich wahrscheinlich in den nicht bewirtschafteten Parzellen neben ihr. Nutze das, um zu entscheiden, auf welcher Parzelle du bieten möchtest. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist wieder so ein schönes deutsches Wort, was dir sagt. Kann sein, muss aber nicht. Auf welche dieser freien Parzellen soll ich bieten? Ah, okay. Hier. Okay, die gehen alle irgendwo hin. Wir sind fertig. Lass uns wieder nach draußen gehen. Okay, die haben alle Siedlo gekauft. Und die Breite. Das finde ich gut zu wissen. Wir müssen mal hier in der Gray. Denn ich würde... Die Breite finde ich gar nicht verkehrt. Aber die Größe des Siedlos finde ich, naja, dann brauche ich halt ein zweites. Sag ich so, wie es ist. Wie groß kann das Siedlo sein? Naja. Wir kaufen dich. Und der nächste, was ist das hier? Plattformen sind jetzt resistenter gegen hohen Druck. Damit ein Überlaufen unwahrscheinlicher wird. Oh, dann läuft... Ah, verstehe. Das ist auch gut. Ich habe einen Weg gefunden... Ach, das geht noch mal höher. Oh. Nee, komm. Wir starten erstmal und hoffen, dass die Kloppe vorbei ist. Wir nehmen 2K mit. Um Rohre gegen breitere Ausführungen zu tauschen, klicke einfach darauf. Alles klärchen. Ab jetzt werden Level von 1. Januar bis 30. Juni andauern. Okay. Wir sitzen schon mal 2 Wünschelroutengänger. Suchst du nach einem anderen Ort, um dein Öl zu verkaufen? Komm zu mir. Meine Preise werden dir immer recht sein. Oh, jetzt haben wir Konkurrentis. Konkurrentis sind gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir brauchen Öl. Mach schon. Wünschel, Bullenschel. Komm aus dem Tee. Alter, wollt ihr mich verkohlen? Wie viele Jahre soll ich noch warten? Wusstest du, dass man den Ölfluss durch Schließen der Ventile stoppen kann? Ventile findest du am Fuß einer Bohranlage und zwischen den Pipelines. Ja, klicke auf das Ventil, um es zu schließen. Nein, will ich gar nicht. Das Schließen und Öffnen Ventile kostet Geld. Das nächste ist nicht umsonst. Mhm. Ja, wo ist denn das? Da. Komm, wir schicken noch einen Wünschelroutengänger los. Und noch ein Pferd. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir müssen über 2K machen. Weit, eigentlich sogar weit über 2K, damit sich das für uns lohnt.
Wenn ich jetzt... Okay. Dahin. Okay. Ich hoffe hier als erstes. Ach da, mein Dude hat noch was gefunden. Ah, komm schon. Och Mann, ist es so tief? Da. Also bis 75 können wir locker. Fahrzeuge reicht auch aus, würde ich jetzt im ersten Moment sagen. Na, steigst du wieder? Nee. Oder, nee. Ja, guck mal, was wir dann haben. Bis 75. Das ist so das, wo ich denke. Das könnte schicki sein. Oh. April, Januar, Februar, März, April. April ist Nummer 4, ne? Was haben wir gesagt? Bis 30. Juni. Dann haben wir also auf jeden Fall noch den Mai. Würde mich 150 kosten. Du bist jetzt nämlich leer. Was ist denn, wenn du jetzt auch nach da drüben bohrst? Dann können wir auf jeden Fall dich leer saugen noch. Oh, Leute. Ei. Ich glaube, wir brauchen dann noch ein, zwei Pferde. Gibt es keine Schnelltasten? Doch, gibt es. Perfekt. Okay. Wir haben 3 Ölquellen dann theoretisch meiner Meinung nach leer geräumt. Jetzt kommt Kohle rein. Jetzt kommt richtig gut Geld rein. Money. Sehr schön. So. Ich überlege, ob ich nicht doch noch... Okay, du bist leer. Die Einzelförderung ist hier noch. Ich habe aber... ich werde jetzt einfach... Die Silos werden jetzt leer gemacht und das war's. Somit, ja, machen wir jetzt... 3 Ölquellen haben wir leer gepumpt. Wir haben
Silos, die voll sind. Wir verkaufen gerade gut. Ja, ich weiß, letzter Monat. Ist mir bewusst. Aber wir haben nicht mehr. Also ich würde sagen, wirklich, wenn das Öl weg ist, ist es weg. Für 1,13. Ja, ich weiß halt nicht, wie das genau berechnet wird. Aber okay, es geht wieder runter. Ist aber in Ordnung. Weil damit hätten wir... Ich würde sagen, wenn das wirklich weggeht, noch das letzte Silo noch leer ist, sollten wir über 10k haben. Davon gehe ich jetzt ganz fest aus. Okay, da ist sogar noch ein bisschen Öl dann drin. Ne? Ja, perfekt. Damit haben wir die 7,5 raus, plus die 2 für die Parzelle. Und wenn es gut geht, auch. Okay, jetzt bröckelt's. Wo war noch Öl? War noch mal Öl da? Ah! Hui! Ei, da war ja noch so viel Öl. Och Mann, ich hätte so viel Kohle machen können. Oh. Einnahmen. Oh. Ist doch gut. Würde ich jetzt sagen. Grafik brauchen wir uns nicht angucken. Passt. Wackelt unter Luft. Ich habe am meisten Profit gemacht. Besser kann es nicht laufen. So muss das. Und bam.